Hallo Leute und willkommen bei Team Smolik. Heute geht es um... Was geht denn da ab? Was ist da? Wer ist da am Start? Ist der David, oder? David schon in Action. Was war denn da los, David? David Russell am Start. Überall, wo ich hingehe, Stress. Überall, wo Angriffe. Ich hingehe, Stress. Was ist da los? Bro, grüß dich. Leute, schön, euch wiederzusehen. Leute, heute geht es um das Thema, das habt ihr gerade schon gesehen. Wie verteidige ich mich gegen mehrere auf der Street, auf der Straße? Wir haben unseren Experten David Russell von Kampfkunst Lifestyle wieder an meiner Seite. Ich bin in Hamburg City. Und David, erklär uns mal, es würde mich interessieren, wie verteidigt man sich gegen mehrere? Ich meine, im Ring, man hat einen, man fokussiert sich auf einen, man kann ja, man hat das Auge, man sieht, was hat er für Schläge, was macht er, aber auf der Street, man hat ja mehrere. Ja. Also erstmal natürlich, habt ihr die Möglichkeit zu rennen und Fluchtwege, nutzt diese, ja. Ich sage mal so, wenn Michi die Deckung hochnimmt, hat er zwei Fäuste, ja. Wenn ich und ihn jetzt was wollen, haben wir vier, das geht mathematisch schon mal gar nicht auf. Das heißt, gleichzeitig gegeneinander kämpfen, sehr schwer. Die Spaziaten 300, Leonie das damals hat ganz klug gemacht. Die haben nämlich diese Schneise benutzt, das heißt, da konnte man nur maximal 5 gegen 300 kämpfen, deswegen haben sie auch über 1 Million Perser gesehen. Genauso ähnlich müssen wir auch arbeiten. Wir arbeiten also weniger technisch, sondern vielmehr taktisch. Wir wollen die Leute schön hintereinander stellen, dass wir dann taktisch arbeiten können und natürlich das Allerwichtigste bei uns auch immer, Fluchtwege. Ja, ja. Ich würde sagen, da hole ich einfach mal meine Jungs von eben mit rein. Ja, Mann. Nachdem wir die Küpets weggepackt haben von ihm. So, und ich würde sagen einfach, Jung, kreist mal alle Michi und ich stelle mich hier mal zu Michi und sage ihnen einfach mal, worauf ich jetzt achten würde, was bei mir taktisch jetzt so ungefähr umgesetzt werden würde. Ja? Ganz wichtig ist erstmal, lass dich niemals umkreisen. Okay. Ja? Ja. Man kennt das zum Beispiel, bleibt man da so stehen, ich stehe hier so, no retreat, no surrender, Karate Tiger 1. Ja, genau. Ist ganz geil, wenn man so steht, aber wenn man nicht zu zweit ist, geht es halt sehr schwer. Okay. Und deswegen immer schon mal raus, dass du alles vor dir hast. Am besten ist natürlich noch eine Wand im Rücken, obwohl viele auch immer sagen, eine Wand ist ein Hindernis im Rücken. Nein, sie kann auch sehr vorteilhaft sein, da von hinten nämlich niemand kommen kann. Okay. Ja? Deswegen ruhig einen Schritt zurück, wenn sie dich umkreisen, genau, und dann hast du hier schon mal einen kleinen kurzen Überblick. Also das heißt, wenn ich jetzt hier bin, setze ich ihn ganz gerne in einer Reihe rein. Also ich würde nicht in die Mitte laufen und riskieren, hier von allen Seiten was zu bekommen und kann hier nichts machen. Markus schon gleich auf Takedown-Angriff, da habe ich richtig Arschkarte, wenn ich den unten liege und drei Leute von oben drauf, kann ich gar nichts machen, kann ich einen Triangle machen, bringt mir auch nichts. Ja? Deswegen muss ich die Leute statistisch, besser gesagt in der Taktik, nach hinten abarbeiten. Das kann ich am besten tun, indem ich, wie bei uns beim Training, auch im Krav Maga gibt es das zum Beispiel, haben wir einen Zombie-Drill. Zombie-Drill sieht folgendermaßen aus, mach mal kurz, ich gehe raus und gehe mal auf die Blindside, gehe raus, gehe auf die Blindside. Ganz wichtig jetzt hierbei ist es, geht nicht in die Mitte rein. Hier schnappt euch der Zombie, gehe ich hier rein, schnappt mich hier der Zombie, schnappt mich hier der Zombie. Ja, müssen wir uns vorstellen, wie bei The Walking Dead, von allen Seiten werden wir gebissen. Ja. Deswegen versuchen wir taktisch einfach immer schön die Außenbahn zu nehmen, Außenbahn zu nehmen, Außenbahn zu nehmen, Ja, jetzt habe ich hier eine kleine Arschkarte, versuche aber rauszugehen, versuche rauszugehen. Okay. Ja? Das ist ganz wichtig, ich würde sagen, versuche es einfach mal. Und okay. Genau. Sehr schön. Sehr gut. Sehr cool. Cool. Sehr cool. Das ist so eine Sache, die wir bei uns im Aufwärmtraining als Grundtraining so benutzen, um halt so ein bisschen die Strategie auch Anfängern beizubringen, dass man halt nicht in die Masse reinläuft, sondern dass man sich so ein bisschen antrainiert, schon statt, also ein bisschen in der Taktik zu sehen, was passiert da überhaupt? Wo habe ich meine besten Fluchtwege? Wo können mich am wenigsten Leute angreifen? Okay. Dann haben wir natürlich auch noch, falls es dazu kommt, natürlich einen Angriff. Wenn jetzt Markus zum Beispiel mit einem Angriff kommt, dann würde ich jetzt nicht hier blocken und er kann wieder zuhauen und wieder und treten und was weiß ich nicht. Also ich muss mich hier schützen, dann kommt der Nächste, dann kommt der rein, dann kommt der rein und ich habe hier die Arschkarte. Ich darf gar nicht zu lange mit ihm rumkämpfen, deswegen bin hier, puh, bumm, geh raus, geh sofort weg. Ja, ich nutze quasi Primärziele. Ich gehe direkt zu den Augen, geht direkt zum Unterleib und mach natürlich wieder laut meiner Taktik hintereinander stellen. Denn er ist erstmal beschäftigt. Er sieht nichts mehr. Er hat in seinem besten, ich würde mal sagen, am besten Stück erstmal Schmerzen. Und genau das will ich dann auch haben. Ja? Super. Ich würde sagen, greif doch einfach mal an und dann versuch mal mit dem Zombie-Drill in der Kombination zu arbeiten, dass wenn jetzt er kommt, wupp, wupp, der nächste kommt, schön nach außen und dann immer hier wupp zum Unterleib. Erstmal einfach nur standardmäßig. Natürlich gibt es ganz viele Beispiele. Ja, ja, klar. Das ist jetzt nur minimal, was man so machen kann. Augenstich. Okay. Good.
man hier jetzt auch sieht, was sehr gut ist, ist zum Beispiel, dass der Michi ausgerutscht ist. Auch das natürlich für die Street ganz wichtig. Damit muss man umgehen. Er sehen sofort ist er wieder hoch, sofort auf die Beine und das ist ganz, ganz wichtig. Sehr nice. Sehr gut. Da war gleich mal ein Becky reingegangen. Sehr gut. Sehr nice. Cool. So Leute, das war's mit Angriff gegen mehreren. Ist sehr anstrengend, ja, wenn man es gerade als Konditionseinheit macht. Genau. Und ich denke mal, wenn es öfters macht, gerade Überblick verschaffen, auf einen Primärziel gehen. David hat super erklärt. Genau. Vielen, vielen Dank. Und danke, dass ihr eingeschaltet habt. David Russell, sein Kanal, unten verlinkt. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Die Crew, Markus, David Russell, haut rein.